Der Handschuh. Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz. Und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum. Mit wilden Sprüngen ein Tiger hervor, wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut. Zwei Leoparden auf einmal aus sich stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Ein Handschuh von schöner Hand fällt in den Zwinger mitten hinein. Zu Ritter de Lorges wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Liebe so heiß, wie ihr mich schwört zu jeder Stund, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den Zwinger mit festem Schritte, und aus der Ungeheuermitte nimmt er den Handschuh, und mit Erstaunen und mit Grauen und Gelassen bringt er den Handschuh zurück zu Fräulein Kunigund. Er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht, den Dank, Dame, begehr ich nicht, und verlässt sie zur selben Stunde. Make media.